2 Jahre nach Tod von Prinze, gibt es doch Verantwortlichen? Unglaubliche Neuigkeiten im Fall von Prinze 57. Vor knapp 2 Jahren ist die Musiklegende völlig überraschend in seinem Anwesen Paisley Park verstorben. Dem Autopsiebericht nach habe eine Überdosis Schmerzmittel dazu geführt, dass das Herz des purpurreinen Sängers aufgehört hatte zu schlagen. Doch nun könnte der Fall noch einmal eine unerwartete Wendung nehmen. Die Geschwister von Prinze sollen mit ihren Anwälten erneut alle Dokumente durchgegangen sein. Sie wollen einen Rechtsstreit gegen einen möglichen Verantwortlichen vorantreiben. Im Todesfall des Ausnahmetalents könnte tatsächlich noch jemand zur Verantwortung gezogen werden. Wie Billboard berichtete, ließ Staatsanwalt Mark Metz in einem Statement verlauten, dass das Verfahren um Ableben fortgeführt werden soll. Vor Abschluss der Untersuchungen sollen allerdings keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Grund für die jüngsten Ermittlungen seien die Geschwister des Musikers, sie wollen durch die erneute Überprüfung der Autopsieergebnisse einen Verantwortlichen finden und nach Möglichkeit verklagen. Unter Umständen könnte schon in naher Zukunft eine Anklage erhoben werden, erklärte Metz weiter. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, ist nicht sicher. Nächste Woche soll es erst einmal eine erneute Anhörung geben. Ob die Bemühungen von Verwandtschaft Früchte tragen wird, bleibt daher noch unklar.